Nein, das ist der Reaktor. Geradeaus. Gratuliere. Ihr Angriffsplan war tadellos. Offenbar wurden wir erwartet. Eher angelockt. Ich wusste, dass der Reaktor das eigentliche Ziel war. Also gab ich Ihnen nur diesen Weg. Schade, dass Sie auf der Seite des Unbekannten sind, Petrovsky. Ich bin auf der Seite der Menschheit. Sie versuchen hier einen Krieg anzuzetteln, zum Ruhm von Aria. Aber das ist vorbei. Es ist erst vorbei, wenn Ihre Verwandten Sie nicht mehr erkennen. Ich mag Ihren Mut, aber Sie sollten erkennen, wann Sie geschlagen sind. Sie wurden neutralisiert und ich kann Sie hier verrotten lassen. Oder Sie geben auf. Niemals. Aria, was haben Sie vor? So werde ich nicht enden. Aria, nicht! Was zum Teufel hat sie bloß vor? Verdammt, Aria, sie zwingen mich dazu. Dann eben auf ihre Art. Nareen, Max! Thank you.
Das können Sie nicht tun, Commander. Es geht um mehr als Sie ahnen. Der Reaktor betreibt Lebenserhaltungssysteme für Dutzende von Bezirken auf der Station. Wenn Sie ihn abschalten, sterben Tausende. Hören Sie das, Arya? Ja, und es ist mir egal. Schalten Sie ihn ab! Shepard, nicht! Versuchen Sie, die Energie von den Kraftfeldern wegzuleiten! Verdammt! Durchhalten da unten! Das Umleiten der Energie, damit die anderen Systeme in Betrieb bleiben. Sind Sie verrückt? Wir können kaum noch. Nareen, achte auf die Flanke! Für diese Person arbeiten Sie, Shepard. Ihr ist egal, wer dabei verletzt wird. Worauf warten Sie? Überlassen Sie den Reaktor! Sie würde Tausende von Leben einfach wegwerfen. Shepard, Nareen ist getroffen. Ich stabilisiere Sie. Sie können die Energie nicht rechtzeitig umleiten. Überlasten Sie! Jetzt! Das sollte nicht so schwer sein. Vielleicht hält etwas in Ihrem Inneren Sie zurück. Vielleicht denken Sie tief in sich, dass die Galaxie ohne Sie besser dran wäre. Sie wird nie dazu lernen, sich nie ändern. Selbst wenn Sie gewinnen. Schnauze! Okay. Trotz ihrer Bemühungen, mich zu töten. Das hätte mich beinahe alles gekostet. Shepard hat die Energie umgeleitet, um Unschuldige zu retten. Es war richtig. Vermutlich. Wie auch immer. Das war ein tapferer Kampf gegen diese Max Nareen. Beeindruckend. Aber? Warum bist du nicht genauso hart, wenn Adjutanten angreifen? Lächerlich. Du zuckst schon, wenn diese Monstrositäten nur erwähnt werden. Schluss. Sie hat sie gerettet. Ich will ihr nur helfen, Shepard. Liebevolle Strenge. Der Krieg beginnt. Ich werde ihn nicht verpassen. Danke sagen war noch nie ihr Ding. Meldungen kommen rein. Alle Kraftfelder unten. Zivilisten stürmen auf die Straßen. Cerberus zieht sich zurück. Aber nicht lang. Die Leute sind für einen Kampf an der Front gegen Cerberus nicht ausgebildet. Sie werden ausradiert. Zivile Verluste sind unvermeidbar. Das musst du akzeptieren. Sag, was du willst, Arya. Ich lasse keine sinnlosen Toten zu. Tun Sie Ihr Bestes, um sie zu schützen. Natürlich, Commander. Arya, hier Bray. Bericht. Mein Team erkundet die Wartungstunnel. Wir sind auf Cerberus-Truppen getroffen, die Techniker eskortieren. Sie transportieren anscheinend Sprengladungen und wollen zu den zentralen Stützpfeilern der Station. Bray, Angriff. Halten Sie sie so lange wie möglich auf. Wir kommen. Verstanden. Angriff, Leute. Wenn sie den Hauptpfeiler sprengen, ist der Weg zum Afterlife abgeschnitten. Die Offensive der Talons wäre gestoppt. Also trennen wir uns. Ja. Nareen, du leitest den Frontalangriff. Shepard und ich treffen dich in den Märkten, sobald wir mit den Bomben fertig sind. Natürlich. Aber ich helfe nicht beim Bau eurer Denkmäler mit, wenn ihr dabei draufgeht. Ich liebe es, wenn du frech bist. Der einzige Weg zum zentralen Pfeiler führt durch die Tunnel.